Hi Leute, ich bin der Bruger und das ist Silence Channel 2. Ich komme mal ganz kurz in die Option. Ich habe ja den ersten Teil vor einer langen Zeit gespielt. Wer macht denn hier sowas? Es beruht auch wieder auf wahren Begebenheiten, dieses Spiel, wie man es ja so kennt. Also alles totaler Mumpitz und ich würde sagen, wir starten mal. Oh, Arousal, erregt. Was? Parasomnias, normal oder Narkolepsie? Ich nehme Parasomnias. Bei Horrorspielen brauche ich jetzt nicht schwer, wenn es wieder so wegrennen und verstecken ist. Ich weiß ja nicht, was uns hier erwartet. Press Any Key. Wo ist denn die Any Key-Taste? Ja. Ich male keine Träume oder Albträume. Ich male meine eigene Realität. Ein Spiel von Saman Kazemi. Oh, und jetzt plötzlich Silent Hill The Room. Nummer 1989. Wow, was ist mit der Kamera? Alter, was ist mit der Kamera? Mouse Sensitivity. Erstmal auf komplett fast null. Ja, ist schon viel besser. Kann ich mit dem Gamepad? Natürlich wieder nicht, ne? Alter, diese Maus. Warte mal. War noch ein bisschen weniger. So, ist gut. Game Volume. Hier ein bisschen mehr. Oh Gott. Oh Gott. Was? Hallo? Jetzt geht's wieder. Das ist ganz komisch. Guck mal, das ist die langsamste Einstellung. Die langsamste. Und ich drehe mich immer noch wie so ein Depp. Hasch. Hier gibt's Hasch. Nein, das heißt still. Psst. Hasch. Haschisch. Ab 1. April gibt's... Nee, ab 1. Doch, ab 1. April. Haschisch. Ist dann erlaubt in Deutschland, falls ihr es noch nicht wusstet. Nur mal so, ich höre es immer wieder im Radio und ich frage mich warum, weil mich interessiert das ehrlich gesagt jetzt nicht so. Interessiert es euch? Kifft ihr? Ist mir eigentlich auch egal, macht was ihr wollt. So. Das sieht schon irgendwie ganz geil aus, finde ich. Aber ich weiß gar nicht, um was es geht. Okay. Also gar nicht mehr, um was es im ersten Spiel sich so gedreht hat. Oh, ja. Aber es ist jetzt kein Treppensimulator, oder? So wie SCP-087 oder so ein Quatsch. Ja, hab ich mir fast gedacht. Was steht da? Betty Goal Circus. Goal Circus? Was? Through Ice Worthwhile 1700 Pounds Chubs. Chubs ist doch Chubby, Dickerchen, oder? Ja, so viel wiege ich auch fast. 1700 Pfund. Nee. Clyde Betty Cole Circus. Meriden. Mir unangenehm. Zirkus, Clowns. Susan. Das, ich dachte, es wäre ein Laserpointer. So eine Tripwire-Mine oder sowas. Bin ich Susan? Boah, leck mich fett, ey. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Nee, aber da muss ich jetzt nochmal. Ich hätte mich nicht umdrehen sollen. Ach Mann. Asch. Okay. Das muss eine Albtraumsequenz sein. Ja, ich muss wahrscheinlich immer den ganzen Weg hoch. Ja. Okay. Ich finde es so schade, dass ich nicht mit Gamepad spielen kann. Ich finde das mittlerweile richtig angenehm. Ich muss mich ein bisschen zurücklehnen, entspannen, aber nein. Du bist immer so in gebückter Haltung nach vorne und Maus und Tastatur am Krallen. Ja, es ist wohl echt, weil ich runtergefallen bin. Ich bleib jetzt immer genau auf der roten Linie, auch wenn es total nervig wackelt, wie ihr seht.
drück halt nur nach vorne gerade. Halt am Auge. Boah, wie das wackelt, dieses Headbobbing. Das ist wahrscheinlich auch so ein psychologisches Ding, wenn ich jetzt den Boden nicht sehe und nur die rote Linie. Kann theoretisch so breit sein oder so breit sein, also. Wenn ich immer auf dem Strich laufe, dann, ne? Ich glaube, das Hirn macht dann erst dumme Sachen, wenn man sieht, das ist ein ganz schmaler Steg. Aha. Also, weil du den Rand nicht fühlst, ne? Die Kante. September 1994. September 28th, Daylight. 1 Uhr 48. Hey, who's there? Huh? Ja. Someone's in the house. I should call the police. Weil ich jetzt auch ein bisschen Panik. Willkommen in deinem neuen Haus, Susan. Eine Taschenlampe? Nee. Ist aber schon dunkel hier. Das an? Nee. Oh, ich hab. Ach nein, ich hab eine Sprinttaste. Warum denn das? Natürlich geht das Licht nicht. Oh, mein Puls! Seht ihr unten den Puls? Das ist nicht meiner, aber. It's too dark. Schade, das wäre der Strom aus. Ich brauche ein Feuerzeug. Ich sehe nix. Ich sehe nichts. Ist das Feuerzeug? Ja. Sie sagt, der Strom wäre aus, übrigens. Ah. Ah. Ein Zibo. Sehr gut. Check Objekte. Object Objectives. Ich kenne doch das Haus wieder. Es ist doch... Call the police. Das Telefon ist im Fernsehzimmer. Die feine Dame hat ein Fernsehzimmer. Aber ja, es ist dieses Unity-Haus mal wieder. Okay, ich muss da jetzt nicht rein. Ja, da haben wir jetzt als letztes von Raphael Brasa dieses Sch gespielt. Und auch schon mal, ich glaube, dieses Child's Street oder wie das hieß von Emeka Games. Ist Who's there? Hallo? Wahre Ereignisse. Behalte das im Hinterkopf. Ja, ich kenne doch die Bude, deswegen weiß ich schon, hier ist das Fernsehzimmer. Where's the phone? There is the phone. Ja, scheint, als würde es nicht funktionieren. Ich sollte im Keller den Stromkasten fixen. Ja. Bisschen schade, die Flamme wird nicht so richtig davon beeinflusst. Ich muss den Schlüssel in der Wäschekammer finden. Für den Keller. Ist immer besser hier. Wo war die Wäschekammer? Die war doch irgendwo an der Seite hier. Verschlossen. Ach, hier ist flackern. Das ist schon ein bisschen unheimlich, ne? Hier. Verschlossen. Der Keller. Wo war denn die Wäschekammer? Ich muss da jetzt nicht rein. Oh, dieses Brummen gerade. Ohren. Wie ein Badezimmer. Ist immer dasselbe. Wer würde bitteschön in seinem eigenen Haus Türen abschließen permanent? Warum ist der Kellerschlüssel in der Wäschekammer? Ich verstehe es nicht. Warte mal, die war oben, ne? Oh, solche Bilder. Alter, sowas würde ich mir niemals aufhängen. So Leute, die mit dem Rücken zu einem stehen. Das ist... schon mal an sich sehr unheimlich. Ah ja. Dankeschön. Ich kenne das Haus halt echt fast wie meine eigene Bude und die ist nicht sehr groß. Schon wieder. Kranke Sau. Wer hängt sich denn solche Bilder hin? Guck mal. Da kannst du dich doch nur unwohl fühlen. Ja, genau. To reset the basement circuit breaker first.
War hier, ne? Mach doch! Reset the basement circuit breaker. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ach, da steht Telefon. Das ist nur für. Oh nein, bitte nicht. Nein, ich kann mich verstecken. Alter, warum? Diese Räude. Basement Rooms. Oh, ist verschlossen. Was? Oh, mir kribbelt schon wieder überall. Was? Ich brauche eine Sicherung wahrscheinlich, ja? Mhm. Try to replace the fuse. Aber die alten sind nicht mal kaputt. Ist nichts kaputt. Jetzt ist die Frage, was sind hier Sicherungen, bitte? Also ich würde es ja irgendwo im Keller aufbewahren, in der Nähe des Sicherungskastens, aber ich habe ja auch anscheinend keine Ahnung. Ist ja was? Das Flackern stört mich so ein bisschen vor dem Feuerzeug, aber wir brauchen es wohl. Ja, was sind sie denn, die Sicherung? Ich kann ja auch nichts öffnen oder so. Nee. Crap. Ich wette, die liegen jetzt irgendwo rum, aber da steht ja auch nichts hier, oder? Find to replace the power fuses. Da steht nicht, wo die sich hier verstecken. Die doofen Sicherung. Ah! Eine habe ich. Sehr gut. Die andere. Wow, hier auf dem Tisch liegt sie. Okay. Ich renne die ganze Zeit hier im Keller rum, bestimmt schon 5 Minuten und suche das Ding. Naja, jetzt haben wir sie ja. Ich hoffe gleich kommt nichts und jagt mich. Hallo? I think I can use the phone now. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mein Puls. Hopp, 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 hopp. War das ein Clown? The dead won't bother you. Ein Träumchen. Das nur? Ich glaube, das ist nur ein Traum. Oh, ich sehe nichts. Was? Oh! Alter! Was? Was? Zwei. Warte mal, was? Fenster, Badewanne, Telefon, Tür. Was? Und muss ich jetzt hier die ganzen Fenster zählen und die ganzen. Ist das dein Ernst? Fenster gibt's denn hier? 1, 2, 3, 4. Und vor allem, ich kann hier nicht mal richtig tippen. Ich kann 2 und 3 tippen, das war's. Aber irgendwie kommen dann andere Zahlen. Guck mal. Aber warte nochmal. Show Cursor. Wenn ich 2 tippe, kommt 5. 3 kommt 8. Jetzt kommt 9. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oh, die Tür ist zu. Warte mal. Was ist das denn? Eine Videokamera. Oh, ich hab Nachtsicht. Das sieht gut aus. Warte mal, es ist eine Badewanne. Dann Fenster 1. Hier, warte. Ein Fenster. Ah, da steht eine 1. Ah, warte mal. 1 für die 8 für das Telefon.
in der Badewanne. Ja gut, dann. 9 oder 6. Was haben wir noch? Und die Tür. Fenster. Warte, ich versuch's mal. So. Ich kann auch keine Zahl drücken sonst. Das sind die Schritte, die es macht. Okay, ich verstehe. Warte mal, dann. Wir brauchen erstmal das Fenster. Nee, das ist die Tür. Die Tür ist die 1. Badewanne ist die 6. Telefon ist die 8. Und das letzte ist dann die Tür. Alles klar. Dachte, ich muss jetzt im ganzen Haus die Sachen zählen. Wie krank wäre das denn? Also nochmal 1, 6, 8, 7. So. Ach, shit. Eins. Sechs. Acht. Sieben. Dann 1987. Eins. Neun. Acht. Ach, shit. Nein! Ach, was mach ich denn? Das war ja auch auf der Tür, ne? Das ist mein Schlafzimmer. Time to go back to your bed, what if? What if? Da ist er wieder. Oh! Alter! Warum ist der so schnell, die Sau? Um die Ecke lehnen könnte, das wäre einfacher. What? Warum war hier so rot? Wow. Who's there? Okay, das ist ganz cool irgendwie. Silence Channel 2. Based on a true story. Genau. Someone called 911. Jemand hat 911 gerufen. She claimed that somebody entered her house. Jemand ist im Haus, sagt sie. Number 12. You're near to report the location. Ja, Nummer 12, sie sind an der Stelle in der Nähe. Die Koordinaten wurden gesagt. Can you check the position? Können Sie nachsehen? Copy that. Copy. I will go to the location and check it. Ich werde hingehen und es überprüfen. Aber da steht 1989, aber 1987 war der Code. So, so. Ist sie 1989 geboren? I'm in position. Ich bin da. I'm in position. Ach, dieses Kinderzimmer. Ja gut, sieht ein bisschen anders aus, aber es ist halt dieses Haus, dieses Unity-Haus, ne? Dieses Asset. Kapitel 1. Puppetry. Puppen... Puppenkunst? Puppetry? Puppera... Wie sagt man da? Puppetry. Puppenkram halt. Martin? Do you copy? Martin, hörst du mich? If you hear, please answer. Wenn du hörst, bitte antworte. Martin?
Wo warst du? Warum hast du nicht geantwortet? Ich weiß nicht, wo ich bin, mir ist schwindelig. Aber ich lasse es. Martin, I think you're... No? Ah, you're breaking out. No. Don't do anything. Hello? Hello? Ah, damn it. Ja, die Verbindung bricht ab. Ja, verdammt, ich höre dich nicht. Eine Taschenlampe? Nee, natürlich nicht. Boah, ist so dunkel mal wieder hier. Ich sehe nichts da. Warum wieder ein Killer-Clown? Oh, yes. Yes, baby. Mit der rechten Maustaste schleiche ich, oder was? Shift for running. Der ist aber auch richtig schnell. Ah, der ist richtig schnell, der Clown. Wie eine Ratte einfach so eine Tür umstößt. What the hell is that music? Musik. Wunderschöner Ort für ein Kinderzimmer. Where the hell am I? Wo bin ich? Ja, natürlich wieder Happy Family und der böse Mann kommt rein. Der hat einen Schlüssel. Boah, so ein Bild in einem Kinderzimmer, ich weiß ja nicht. Aha, nimm den Teddy. Finde die Teddybären und platziere sie auf dem Schrank. Dark Room. Ja, das ist alles auf jeden Fall kindergerecht hier. Schrank geht nicht auf. Ah! Alter, was? Oh! Er macht mir immer Angst, weil du nicht in der Nähe bist. Er sagte mir, es existiert nicht, aber ich hab's gesehen. Wieder. Oh, eine Kombination. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Die zu knacken. Wow. Hat's schon, oder? Ja, ich hab's schon. Haha. Take. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Kombination war. Ich mach das so schnell. Das geht zack, 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 zack. Oh, das... Sie haben mich aufgezeichnet, wenn ich mich erschrecke. Oder irgendeinen krassen Horrorfilm finde, wo ich sehe, wo ich irgendwas... Wo ich sehr krass drauf reagiere. Könnte ich auch sowas. So Lachen einsprechen oder Grunzgeräusche kann ich sehr gut. Musst du nur in Stimmung. Hi. Daddy. Teddy is afraid of the dark. Ist mir doch egal, ob dein Teddy Angst hat vom Dunkeln. Übrigens, wie hätte ich jetzt die Kombination erfahren sollen? Hey, ich habe mir erstmal den Teddy, danke. Der Teddy ist weg. Vielleicht dachte sie deswegen, er hat Angst vorm Dunkeln, weil er ins Licht gegangen ist jetzt. Das ist nichts. Hi, Teddy. Bist du ein guter Teddy, oder? Ja. Die Scares, ey. Die Scares. Ich habe ja nichts gegen Jumpscares, ne? Die sind auch gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja Leute, die finden das generell... Die sind so ein bisschen verpönt. Und sagen, nein, Jumpscares, die bringen keine richtige Stimmung auf. Ist ja auch so, aber... Ich brauche nicht immer Stimmung. Ich brauche manchmal einfach nur ein bisschen Spaß und Schreien. So, wir sind da. Was ist das mit den X'en? Ist da was drin oder nicht? Nehmen Sie mal mit. Hey Baby, du hast deine Pillen vergessen. Ich habe sie auf den Tisch für dich gelegt.
Versuche, alle deine Pillen rechtzeitig zu nehmen. Es ist hier. Jedes Mal, wenn ich die Kamera überprüfe, sehe ich es. Nicht es selbst, aber es sucht nach mir. Es ist zurück. 1 von 6. Was? Ich habe jetzt gerade die Kamera angemacht und sehe dann das. Was sehe ich denn? Wo sich das Vieh aufhält oder was? Dass ich dem entgehen kann? Oh nein, das versucht da rauszukommen, ja? Kann ich mich auf jeden Fall schon mal verstecken. Da ist nix. Cool. Wie geht das? Zusammen. Also X kann ich mich verstecken. Die Tür dort ist zu, da oben. Also wenn ich da runter gehe, die kann man. Warte mal. Das ist gar keine Tür. Hier ist ein kleiner Raum, okay. Tür zu, ne? Ja. Hau dir mal schön Schädel ein da vorne. Damit kann ich es bestimmt ablenken, das Vieh. Pillen. Ich muss jetzt echt alle Pillen finden hier. Und die sind so klein. Ich will hier verstecken, sehr gut. Ist ja bestimmt auch irgendwann mal hier in so einem offenen Schrank drin, ne? Boah, ist das räudig. Warte mal. Lass mich raten, überall wo so ein X ist, ist eine Pille versteckt. Das heißt, da wo das Vieh drin ist, ist auch eine. Oh nein, ey. Ist nicht dein Ernst. Das heißt, ich muss es irgendwie ablenken, wenn ich da rein will. Ach, guck mal. Ist aber nicht sehr erfolgreich, damit mit dem Kopf die Tür einzurammen, oder? So, dann da und da hinten. Ja. Da ist einer. Wie komme ich da hin? Es geht ja nicht auf hier. Benutzt und weiter. Was mache ich denn jetzt? Ist irgendwo ein Schalter oder so, wie ich die Tür aufmachen kann? Irgendwo muss was sein, wie ich das öffnen kann, glaube ich, weil... Ach, hier! Shit.
Jetzt kommt hierher. Oh, was ist es? Geh nach rechts. Nee. Da kannst du lang, genau. Alles gut. Die Pillen. Da kann ich mich verstecken, gut. Wo ist er gerade? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Oh nee, warte mal, der ist jetzt. Es ist nicht dahin, wo es weitergeht, oder? Also da hinten, wo die Pillen waren. Doch, das ist das jetzt auf da unten. Kommt der gerade wieder zurück? Hä? Müsste jetzt da hinten zum letzten X gegangen sein, wahrscheinlich. Der lange Gang? Ich weiß nicht. Nein, nein, nein! Bist du dumm? Oh! Alter, wo ist er denn hin? Sag mal, spinn ich? Ja, die Tür ist auf jetzt. Ja, doch, das war hier hinten. Okay, ich will da gar nicht jetzt hintergehen, weil das Vieh bestimmt super schnell ist, wenn es mich sieht. Warte, bis es wieder rauskommt. Wir warten jetzt mal die 2 Minütchen. In meinem Schrank. So, da war's. Und jetzt geht's weiter. Der dreht jetzt wieder rum oder so. Warte mal, hier ist der Raum, wo die Pillchen sind, oder? Mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Das stimmt. Da sitze. Ich glaube, wir bilden uns das alles nur so ein bisschen ein. Mal bei unsere Pillen früher genommen, ne? Jo, jetzt sind wir immer noch hier unten. Was für ein seltsames Spiel. Ich meine, klar, aber rotes auf wahren Ereignissen, wenn man irgendeine Störung hat, dann ja. So. Das sieht so komisch aus von weitem schon. Du Mami und ich ohne Eindringlinge. Dieser Kaktus Rose.
Jumpscare incoming! Ist das Rose? Oh. Also wir sind... Die Frau im Haus war das unsere Frau vielleicht. Wir sind der Mann und das Mädchen ist unser Kind. 1989. Excuse me. Yes? Hello, madam. You call the police, right? What? What? Can you open the door for a moment? Man weiß es nicht. Hi. Sorry to bother you. My colleagues informed me that a young lady called the police from this address. And she informed us that someone had entered their house. Is there a problem? No. There's no problem, Morton. So you didn't call the police? Wait. How do you know my name? Okay. Das war ein gutes Anzeichen, dass ihr unseren Namen kennt. Kapitel 2? Ja. Kugel. Bullet. Alles klar. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Ah, schön. Das war bestimmt nur das Mädchen, oder? Haha, bestimmt. Geht halt genauso weiter wie das erste Mal. Die Ratte wieder. Alles klar. Damn. Oh! Mann, ey! Du arbeitest in einem Korridor. Das beste Büro hat er gekriegt. Jason Derek Brown. Yasser Abdel Said. Unknown Clown. Der arbeitet hier. Ja, die ganzen Namen interessieren mich jetzt nicht so. Oh, to protect and to serve. Er ist bei der staatlichen Behörde, oder was? Hä? Die drei Monitore sind A, das heißt 96. A mal die Uhr auf dem Taschenrechner. 96 mal 9 sind 810. 54. 6. Ne, warte mal. 96 mal 9. 810. 800. 64. Oder? Wo tippe ich das ein? Ich habe noch eine Uhr. Ein Wecker. Aber... Ja, wo denn nur? Aber wo... Oh shit, jetzt ist eine andere Zahl. Ah, warte mal. 32, 57, das sind 89. Ach, guck mal, hier ist das. Ja, ja. 89. Muss hier noch ein Fernseher sein. Hä?
Hier ist kein Fernseher mehr. Ist hier noch ein Fernseher an? Das ist ein Monitor. 32? Nee, 52. Also, 52 plus 32, warte mal, 89, 91, 144 mal 9. Oh Gott. 144 mal 9, das sind 936, 360, 1260, 1296. Ich mach mich wieder peinlich hier, ne? Error. Blamier mich wieder. Guck nur auf den ersten Monitor. Ich hatte einen Zahlendreher drin übrigens. Ich hab's jetzt nicht mit dem Taschenrechner nachgerechnet übrigens. Nein, hab ich nicht. Bitte keine Unterstellung, ja? Okay. Hi. Hey, who's there? Es wundert mich ja nicht, dass sie mit dem Rücken zu uns sitzt, die Person. Wir haben ein Fable für sowas. What the hell is going on? Hey, what are you doing? Love, blood. I'm gonna kill you. Wait! Alter. Das waren auch... War das wir jetzt? Ah! Waren wir das jetzt gerade? Was zum Futsch? Okay. Und ich schon wieder sowas. 10 Pillen, Alter. Das sind aber keine 10. Das sind 7. Wie ich schon vorher erwähnt habe, nichts wird sich ändern, wenn du deine Pillen nicht nimmst. Ich habe darüber schon oft mit dir gesprochen. Du weißt sehr gut, dass ich nichts anderes, andere Methode, bla. Es ist hier, jedes Mal, wenn ich die Kamera... Ja, dann sehe ich's. Dieses Mal ist es sogar noch schneller als vorher. Oh, cool. Das ist cool. Dass es noch schneller ist jetzt. Mega klasse. Ich hab die Kamera noch. Haut sich wieder den Kopf an der Tür ein. Sehr gut. Mach mal weiter so. So, warte. War ich jetzt in D? Nein. Also die Treppe. Wie komm ich denn den Gang da außen? Moment. Ach, die öffnet sich da, wenn ich den Hebel. Hol ich mir, glaube ich, die als letztes vielleicht. Die Pillchen. Bill's here. Oh, dir geht's gut, ja? Bist du hier? Oh. Kannst du dich mal ducken? Hallo? Auf einmal kann ich mich doch lehnen, aber... Mit Y und C kann ich mich lehnen. Ah, gut. So, warte nochmal, ich muss mal checken. So, ich bin jetzt gerade bei diesen ganzen Zellen da. Da habe ich die gefunden. Hier geht eine Treppe rauf, dann ist ein mittlerer Trakt. Kann ich mich denn irgendwo verstecken auch, oder ist hier alles offen? Sieht nämlich gerade ein bisschen so aus. In der Mitte hier ist noch... Bildschirm. Drei von 10, ey. Sondern ist da noch und dann noch die beiden Treppen. So.
Vielleicht sind hier irgendwo noch welche einfach nicht verzeichnet oder so. Ah, alles klar, da ist schon mal der Hebel und hier kann ich mich verstecken. Immerhin. Wahrscheinlich nicht, ne? Nope. Oh! What the fuck? Okay, das war ich jetzt. Ja gut, zum Glück hat er gespeichert, bevor ich den Hebel gezogen habe, ne? Das ist gut. Oh, ist schon auf jetzt. Mist. Habe ich hier schon alle? 6 von 10. Wow, der ist echt schnell, verdammt. Bist du bitte runter? Nee. Fahrrad drin. Hier gibt es aber gar keine Pillen mehr. Das waren jetzt alle, wenn ich die eine dann noch hole. Ist gerade unter mir, ne? Sind keine mehr. Die habe ich, die habe ich, die habe ich, die. Es sind 7. Mehr gibt es nicht. Sind hier, wie gesagt, noch welche, die nicht auf der Karte verzeichnet sind? Ich hab doch keinen Plan, Mensch. Auch nicht aufgegangen, zufällig. Oh oh. Ich hier verstecken. Nee. Schlecht. Das ist schlecht. No! Oh no! Das ist scheiß Vieh so schnell, Mann. Es wäre cool, wenn ich jetzt an dem Safe Point bin und habe alle 7 Pillchen schon. Das wäre echt generös. Oh ja, bin ich. Nee, keine Pillen hier. Gut. Ah, ich bin da im alten Teil. Warte mal, dann gibt's da bestimmt hier auch noch eine Pille oder 2. Oder 3. Bitte mir hinterher. Ja, ist ja alles cool, ne? Sollen aber diese ganzen Wecker, verstehe ich nicht so ganz.
Das finde ich voll cool, dass der Fortschritt mitgezählt wird und man nicht irgendwie dann gefrustet ist irgendwann, weil man dann vielleicht noch eine Pille braucht und dann stirbt und naja. Wette, einer ist noch ganz am Anfang. Da ist er. Boah, gut, da kommt mir nicht hier hinterher. Hihihi. Also müsste da gleich Kapitel 3 schon kommen, ha? Huh? Ich finde es voll befremdlich, dass er die ganze Zeit Pillen frisst und auch noch so viele. Ja, dann sieht er doch wieder nur Sachen. Oh, das ist die Knarre. Wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Ne. Was mache ich jetzt mit der... Ich wette, ich knall dann aus Versehen die Tochter ab oder sowas. Es ist doch immer dasselbe. Also gar nicht zusammen, aber... Wieder in die Tür. Folge dem roten Faden. Alyssa und Rose. Ich wusste, dass das seine Frau ist. Oh ne, hat er beide ab... Ist doch bestimmt wieder sowas... Er war... Er ist krank, hat Tabletten genommen. So you didn't call him? Wait, how do you know my name? Und dann hat er sie aus Versehen abgeknallt. Hello? Hello? The house. I'm just letting you know the prank calling police. Da war der Clown wieder. What the? I know that sound. ich kenne das Geräusch. Oh nein, jetzt knallt er seine Frau. Das war seine Tochter. Jetzt auch noch Puppen. Oh, komm, mach mich nicht fertig, Alter. Kapitel 3. Schwindel, Vertigo. Nein, Alter, der hat jetzt nicht seine Familie getötet, oder? Sowas liebe ich ja. Es ist ja wunderbar in Horrorspielen, wenn die Kinder, also Frau und Kind, immer dran glauben müssen. Oder generell die Familie unschuldige Menschen und was, ne? Oh. Wahre Begebenheit. So. Schöne Zeichnung, aber nicht sehr anatomisch korrekt. Außer man ist irgend so eine fiese Kreatur aus der Dimension X. Ja, lass mal besser aus. Wollte es gerade sagen. Not again. Taschenlampe. Jo. Kennt's ja schon. Beep, 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 beep.
Din-din-din-din-din. I don't feel good at all. Auch nicht. Was? Was, was, was? Narre? Teddy? Ritze? What? Warte mal, ich mal mir das mal ganz kurz auf, glaube ich. So, ich hab's. Das sieht krass aus. Wie so Kritzel gemalt, also wie immer so ein Kreis, aber dann dazu noch so eine Kontur und schon geil irgendwo. Finde ich mega. I don't feel good. Also auf jeden Fall ist das irgendein Rätsel gleich. Aha. Warte mal, Ende. Langsam reicht's ja, ne? Oh. Collectibles. Scheiße. Oha. Say hello to your friend. You'll die if you try to fight us. You'll die if you try. Oh nein, mein Sprinten ist gleich leer. Oh, das war knapp. Gehen Sie bitte. There's nothing funny about a clown in the moonlight. Du bist auch nicht lustig, falls du das beabsichtigst. Scheiß Viech. Oh! You are dead! Ja, was war das jetzt mit diesen Kombinationen, die ich mir aufgemalt habe? Gar nix. Hat nix genutzt. Oh nein. Ich sag euch, ihr habt sie schon getötet. What the hell was that? Dreißig Schuss. Der schießt auch super genau, ne? Was muss ich denn machen? Examine the environment. Ja, okay. Wenigstens kann ich jetzt ballern. Okay. Ja, das gefällt mir übrigens schon besser, als mich zu verstecken. Arsch. Arschbruch. Dafür sind die aber ein bisschen zu schnell fast. Shit. Ich dachte, hinter mir kam eine eben.
Kacke, dass die Räuber genau gegenüber sind. Wer hätte gedacht, dass es noch zum Shooter wird? Also echt nicht. Ich glaube, es ist übrigens egal, ob wir auf den Kopf schießen oder sonst wohin. Okay. Treffer! Okay. Ein Treffer tot. Boah, ich überlege gerade, ob ich den Teil jetzt irgendwie raus... Oh, komm, nicht. Headshots are the best way to kill enemies. Ja, gut, dann. Okay, da okay. Was war das denn? Eine Keycard? Oh, das Herzklopfen hört auf. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Diese Kake hier mit den ganzen Puppen. Okay, das Einzige, wo ich noch nicht geschaut habe, ist der obere Stock. Jetzt ist ja da noch was. Ich check trotzdem lieber jeden Raum, nicht, dass da noch eine Puppe kommt und mich tötet. Der Herz allerliebst. Ah, okay. Boah, das brauche ich jetzt auch nicht sowas, ne? Ah! Schieß sie doch! Oder fliegt mit dem Gesicht in den untersten Stock. Ist auch okay. Kann ich mitarbeiten. Boah, diese Freudige. Ach, schön. Ich schwitze, ne? Boah. Boah, es ist widerlich. Puppen. Puppen kriegen mich halt. Clowns auch, aber Puppen finde ich extrem unangenehm. Ich wette, er war derjenige, der nachts in der Wohnung war, als sie um Hilfe gerufen hat. Oder? Ich weiß nicht, das ist alles so komisch. Könnte alles Mögliche sein. Es könnte doch alles nur eine Halluzination sein. Und er hatte nie eine Frau und Kind. Ach scheiße, das habe ich gar nicht geguckt. Steht da noch ein Name? Guck hoch. Martin. Alessa, Rose und Martin. Okay, die drei halt. Are you calm now? I'm at peace when I sit here and listen to this music. Good. Martin, do you want to do the rest of our session tomorrow? Yes, Susan. I think I'm a little tired for today. Okay. No problem. Sie existiert gar nicht, die Kleine. Did something happen? No. It's nothing. Also war er jetzt kein Polizist? Ich verstehe es nicht. The first time I came out of the room and faced that dark corridor, I was terrified. The second time, I was facing the same corridor, but I was still scared. But after the third time, I wasn't afraid anymore. Oh, it's been a long time. I'm not afraid of that dark corridor and all the things that happen alongside of it. You know, reliving bitter and scary memories doesn't make you brave, it makes you numb. Ah ja, also wenn man schreckliche Erinnerungen wieder durchlebt, macht das dich nicht mutiger, sondern es macht dich einfach taub. Gefühlsmäßig. On Halloween of 1989, the wife and daughter of Officer Martin Fisher, a member of the area police force, suspiciously were murdered at their home. Martin, who wasn't at home at that time,
claimed that he noticed a strange clown smiling at him around the house when he returned home. 5 years later, a young woman called the police and claimed that someone had entered her house. Martin, as the closest patrol officer, went there to check the situation. After hearing sounds of gunshots from the house, the backup forces went there and found the body of a young lady at the top of the entrance stairs who had been shot by Martin's weapon. Martin claimed after entering the house, strange things happened to him. While checking the house, a clown attacked him, and he shot that clown, not anyone else. Currently, I had more than 16 psychiatric sessions with Martin, the results of which are included in his file. But according to my sessions with Martin, to be honest, something in this case has preoccupied my mind. What if something really happened to Martin? What if something supernatural is hidden in this case? I don't know if what I'm trying to do is right or not, but I want to live in that house for a short time. Dr. Susan Hopkins, September 1994. Warum? Bist du dumm? Okay, also, sie sagte, er war wohl wirklich Polizei-Officer, also er war Polizeibeamter. Und irgendwann ist er nach Hause gekommen, seine Frau und seine Tochter waren ermordet worden. Er hat aber gesagt, als er heimkam, sah er um die Ecken irgendwie so einen Clown lurken. Dann, 5 Jahre später, wurde aus diesem Haus eben, in dem mittlerweile eine junge Frau wohnte, ein Notruf abgegeben. Und er ist dann hingegangen, hat nachgesehen und es wurden Schussgeräusche gehört und er hat sie wohl abgeknallt, die Frau mit seiner Dienstwaffe, hat aber gesagt, er hätte einen Clown gesehen. Und jetzt sagte diese Psychiaterin, sie möchte selber in dieses Haus und eine Zeit lang dort leben. Jetzt kommt noch Kapitel 4. Albtraum. Warum kommt jetzt noch ein Kapitel? Es ist doch alles erledigt. Alter, wie bescheuert. Warum will sie in dieses Haus? Sie sagte, sie vermutet eben, dass da irgendwas Übernatürliches stattfindet. Und sie hätte jetzt schon 16 Sitzungen mit ihm gehabt und das bestätigt sie nur irgendwie. Wahre Begebenheit, nicht wahr? Okay, wie lange geht das jetzt denn noch? Eigentlich war das jetzt ja schon das Ende, aber es war ein bisschen seltsam. Ich meine, ja, es ist halt richtig scheiße, wenn die Frau und das Kind getötet wurden. Und natürlich hat er so ein Traumata davon getragen. Ja, ist genau dasselbe, ne? Also nicht Trauma, also Trauma, ne? Oder mehrere vielleicht Traumata. Aber trotzdem, warum muss er dann jetzt erst in die Klapse 5 Jahre später? Entschuldigung, die Nervenheilanstalt. Soll nicht disrespektierlich klingen, aber irgendwie hat er ja schon einen ganz schönen Schlag wegbekommen davon. Kann ich da nicht raufklettern? Susan. Asch. Jetzt können wir hier rein. Oh nein. Oh nein. Muss ich vielleicht zu diesen großen Räumen jetzt gehen, oder was? Ja, gruselig. Shit, eine Puppe. Ich kann es nicht benutzen. Ah, ey. Aha. Aha. So. Ein Bild. Und dafür kriege ich einen Schlüssel. Hallo? Was? Wenn ich sie nicht angucke, dann sterbe ich? Das ist ja toll.
Ich wollte lesen, was da steht, du blöde Kuh. Daddy, ich war so wütend, als ich heute von der Arbeit gekommen bin. Also, Daddy war so wütend, als er heute von der Arbeit kam. Ich habe Teddy genommen, um mit ihm zu spielen, aber er hat mich angeschrien und hat Teddy weggeworfen. Danach hat Mami mich in meinem Zimmer umarmt und er hat mir gesagt, ich soll das Zimmer nicht verlassen. Ich höre Mama und Papa draußen rumschreien. Schlüssel habe ich jetzt, ne? Alter, du machst jetzt einen auf Weeping Angel. Boah, leck mich fett, ey. Die ist auch noch richtig schnell. Scheiße. Ich muss zu Alessas Room. Room. Sitze hier im Zimmer. Danke. Nicht ziehen. Ach, da kann ich mich nur heilen. Ja, da kommst du schon angerannt. Widerliches Vieh, hey. Der soll wieder lang trippeln. Nein, das ist eine Sackgasse. Hau ab. Dass der Puppe wieder voll den dicken Arsch schon passt. Als wird das was besser machen. Lauf mir nicht nach, du Kot, ich sag's dir. Kann ich hören? Scheiß Kuh. Martin. Ah, ist da noch eine, oder? Natürlich ist noch eine. Alter! Oh nein! Lass mich nicht an. Ey, 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 ey! Ich sag's euch, so eine Scheiße. Oh ja, cool, da ist noch eine. Jetzt rennen die zu dritt hinter mir her, ne? Herrlich. Oh, da ist noch eine. Cool. Nice. Jetzt sind sie schon vier. Ich die wenigstens irgendwie ablenken könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Die sind immer schnell. Wie viele Wege gibt es hier denn noch, bitte? Danke, das ist das Bild. So. Aber hier, Doktor, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich wollte Sie wegen Martins Verhalten befragen. Sie haben ihn zum Büro geschickt, also habe ich Ihnen Sie waren nicht im Büro, also habe ich Ihnen eine Notiz hinterlassen. Martin ist ängstlich diese Tage und es wird jeden Tag schlimmer. Er sagte mir, dass Sie seine Medikation geändert haben und neue Pillen verschrieben haben. Ich wollte mich versichern, dass diese Pillen nicht der Grund seines Verhaltens sind. Bitte lassen Sie es mich wissen. Alessa Fischer, 30. Oktober 1989. So, was sind die Puppen? Jetzt muss ich ja nur noch theoretisch die letzte Tür finden hier oben. Oh, da ist noch ein Bild. Sehr gut. Oder ich hier hingelaufen bin. Da ist nur eine hier. Wo sind die anderen? Eine kleine Sau. Freche, freche Puppe. Okay, aber ich weiß noch, wo die andere Tür war. Nein.
Alter. Nein! Da ist die Tür. Ja. Martin. Oh, die kommen nicht durch die Tür, oder? Ich liebe meine Frau und meine Tochter, aber sie lieben mich nicht mehr. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Wir waren so glücklich zusammen, bis ich angefangen habe, diese Stimmen in meinem Kopf zu hören. Als ich die Stimmen hörte, hat Alessa nur geschrien und Rose hat mir nicht mehr zugehört. Ich habe sie angebetet, mich nicht anzuschreien, aber es war ihnen egal. Ich liebe meine Frau und meine Tochter, egal was. Lass uns nicht auseinanderreißen. Sie dürfen nicht gehen, sie müssen immer bei mir, für immer bei mir bleiben. Cool. So, wo ist jetzt diese Tür, bitte? Puppen sind weg. Nee, sind sie nicht. Oh nein, renn die mir jetzt nach. Alter! Hör doch auf! Bitte komm Ausdauer, halte noch ein bisschen. Tschüss. Jetzt. Geht aber nicht. Boah, Mann, wie lange geht das Spiel denn noch, bitte? Wette, es ist der Schlüssel für die Tür mit Susan, ja. Jetzt kann ich hier langlaufen, endlich. Sind wir gar nicht die junge Frau, sondern wir sind Martin. Was hat er gesagt? Time to wake up. Na toll. So ohne Erklärung. Na gut, Leute, das war's wohl. Dann danke ich euch schön fürs Zusehen. Fürs Liken und fürs Kommentieren natürlich. Und es sind wieder einige abgesprungen, Kanalmitglieder. Wenn ihr möchtet, schaut mal rein. Ich bin jetzt ja dann wahrscheinlich bald im Urlaub, wenn ihr das seht. Ja, wäre sehr schön. Dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht arbeiten kann in der Zeit. Oder auf Steady, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall. Danke. Und ich lese auch die Leute vor, die mich monatlich supporten. Unter anderem auf bald. Ich bin der Bruga. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lily Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupu Fischpup, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.